Guten Mario Maker Morgen. Kennt ihr das, wenn ihr so zum Abend hinweg das Gefühl habt, dass irgendwie was nicht stimmt, so mit dem Körper? So eine bestimmte Region, in dem Fall vielleicht sowas wie die Nase oder die Nasennebenhöhle und denkst dir, komischer Druck, irgendwie seltsam. Und so ganz langsam entwickelt sich dann eine Krankheit. Und man merkt, shit, ich hab Schnupfen oder sowas. Genau das habe ich aktuell. Ich habe zwar Nasenspray eingeworfen, aber das hält eh immer nur so 5 Minuten wirklich gut und danach ist alles wieder schniefig. Von daher, ja, ich hoffe, dass ich nicht zu viel schniefe. Denn wir haben sehr, sehr coole Level. Soll ich das jedes Mal aufs Neue sagen? Wir haben sehr, sehr coole Level. Wir haben mega coole Level. Tatsächlich haben wir wirklich coole Level. Das ist so. Es sind halt immer coole Level. Was soll ich dazu sagen? Es sind coole Level. Ansonsten nochmal danke an den Support für das Pokémon-Video. Es hat mich mega gefreut. Ich meine, ich weiß, dass nur ein Siebtel von den Zusehern des Kanals hier Mario Maker auch gucken. Von daher danke an die, die hier gucken und danke auch allgemein wegen dem Video, weil ich hatte Angst, wie eigentlich immer, wenn ich solche Videos veröffentliche, so vor einer Zeit auf Gaming Players mit den Kolumnen. Aber ich glaube, dass das Samzock-Format, so dieses wirklich hinsetzen und lange erklären, was man denn hier rüberbringen möchte und nicht irgendwie versuchen, alles in 6 oder 8 Minuten zu quetschen. Ich glaube, das half ganz gut. Einfach sich die Zeit zu nehmen, mehr zu erklären, Beweise zu liefern und ja, einfach wirklich einfach den Punkt rüberbringen, den man rüberbringen möchte. So gut und wenn es auch sein muss, so lange wie möglich. Und deswegen gab es sehr wenig negative Resonanz, was ich ziemlich geil fand. Oder beeindruckend vor allem. Weil selbst die Leute, die Pokémon Schwert und Schild dennoch kaufen, was ja total okay ist, wie ich auch meinte, es ist total okay, sagen einfach, ich sehe die Kritik, aber für mich ist es egal und gut ist. Und kein, ey du dummes Arschloch, was fällt dir ein, sowas zu sagen. Das ist ein großer Unterschied und das macht mich persönlich sehr glücklich, weil ich einfach merke, okay, die Leute fühlen sich weniger auf den Chips getreten, sie verstehen, wo für mich das Problem ist, aber sie selbst haben das Problem nicht, was okay ist. Denn, wie ich im Allgemeinen sage, dadurch hat man ein Spiel mehr, auf das man sich freuen kann. So, ich habe den Nachteil, ich werde nicht so viel Spaß haben können mit den neuen Pokémon wie viele andere, die halt damit kein Problem haben. Das heißt, die das mögen und damit okay sind, haben eh einen Vorteil. Die brauchen sich gar nicht aufregen, rein theoretisch, aber wir wissen, wie es normalerweise ist. Aber ja, das wollte ich nur gesagt haben. Fangen wir deswegen an, bevor ich jetzt ewig laber. Wir sind ja wegen Mario Maker und nicht wegen anderen Sachen. Los geht's. Okay, Rainbow Rush Galaxy 2. Das klingt wie ein Spiel oder ein Level, wo man rechts gedrückt halten muss und nur springen muss. Ich bin gespannt, ob ich richtig liege. Mal schauen. Nein! Ich bin schockiert! Es ist ein Level! Es ist ein richtiges Level! Oh, wow. Okay, meine Erwartungen wurden gerade gesprengt. Es hat Gameplay, ich muss Sachen machen, ich muss was schaffen. Holy shit. Und wieder hier dasselbe, was wir schon mal hatten, diese Thematik mit den Farben. Ich finde das großartig. Das sieht so gut aus. Es sieht so gut aus. So, wir gönnen euch. Yes. Die rote Münze. Und allgemein, ich glaube, jedes Level wird mit Mario Galaxy Musik sehr viel besser. Sag mal, eben gerade der Sprung, ne? Das wirkte fast so, als wenn ich schon über den Block rüberging, aber noch springen durfte. Oder bin ich gerade blöd? Ich bin krank. Vielleicht ist mein Hirn einfach nur am Lecken oder so. Ja, cool. Das ist nice. Nee, weil es gibt ja in Videospielen bei 2D-Plattformern gibt es so diese leichte Regel, dass du so 3, 4 Frames, nachdem sozusagen die Figur eigentlich schon in der Luft schwebt, man immer noch springen darf. So ein Buffer-Sprung, so eine Art. Ähnlich wie, dass wenn man jetzt, okay, hier, Videospiel-Entwicklungstalk. Wenn man springt und in der Luft nochmal A-Knopf gedrückt hält,
dass er dann, also loslässt, wieder drückt, dass er dann nicht nochmal springt. Aber man kann ja sozusagen mehrmals hintereinander springen. Und dafür nutzt man sozusagen das Buffern von Knöpfen. Bedeutet, selbst wenn Mario kurz davor ist, den Boden zu berühren, normalerweise dürfte er nicht sofort wieder hochspringen, wenn man den B-Knopf in dem Fall gedrückt hält. Weil wie man sieht, wenn man in der Luft das normal drückt, dann springt er nicht. Aber wenn man kurz davor das macht, obwohl er noch in der Luft geht, geht es trotzdem, weil der Knopf gebuffert wird. Weil es würde sich scheiße anfühlen, wenn man das Gefühl hat, man würde den richtigen Moment drücken, aber es dann trotzdem nicht funktioniert. Dieses Gefühl kann vor allem zustande kommen wegen Fernsehern, weil viele Fernseher haben eine gewisse Verzögerung und deswegen ist es clever, die Knöpfe zu buffern, also halt die Eingaben irgendwo abzuspeichern, damit man sagen kann, okay, er hat gerade aber den Knopf gedrückt vor 10 Frames und er war noch nicht auf dem Boden, aber fuck it, das ist okay, er darf jetzt instant wieder springen. Videospielentwicklung. Das ist wichtig bei 2D-Plattformern und man merkt es instant, wenn ein Plattformer das nicht hat. Ich mag das Level. Es ist sehr simpel, es ist nicht herausfordernd, aber ich mag es. Es macht mir gute Laune. Das ist das Wichtigste. Auch wenn ich diese Dinge hasse. Warum sind ja Koopas? Ich meine, klar, sie sind grün. Na, wahrscheinlich genau deswegen. So, ich will ihn einfach nur haben aus Prinzip. Also, es wirkt so ein wenig wie, welche Objekte sind grün? Die werde ich hinzufügen. Bäm. Grünes Feuerwerk. Okay. Machen wir dann hier hoch. Meins. Nice. Ab zu den hellblauen Zieren. Okay, einfach nur blau. Alles da. Wow. Ja, wie gesagt, mehr vom bunten Leveln. Die Frage kommt des Öfteren ja immer mal wieder, wie das jetzt aussieht mit Level einschicken und... Ich hatte ja eigentlich vor, ein eigenes Plugin zu schreiben. Also was heißt Plugin? Eine eigene kleine Applikation, damit ihr in Livestream Levelcodes einsenden könnt. Das Ding ist aber, da wir ja Mixer ausprobieren werden als Livestreaming-Plattform, habe ich da letztens ein bisschen rumprobiert und es ist möglich, bei Mixer sozusagen... ein eigenes Interface zu basteln. Sozusagen, dass ich ein Eingabefeld einrichte und da könnt ihr dann eure Codes eingeben und mir schicken. Ich will da noch ein bisschen rumprobieren, was da noch möglich ist, weil ich will, dass man nur 3 Codes einschicken kann pro Person und das später dann. Also Mixer hat so eine eigene Währung, die man bekommt, wenn man einfach Mixer guckt. Ja, nennt sich Sparks. Bedeutet, wenn ihr Mixer einfach einen Livestream von irgendjemandem guckt, sammelt ihr Sparks und mit diesen Sparks könnt ihr halt in den Livestreams irgendwelche Sachen auslösen. Wenn jetzt jemand programmieren kann, kann er halt coole Sachen einbauen. Ansonsten gibt es so ein paar vorgefertigte wie Soundboards oder sonstiges. Aber ich will halt gerne so ein Mario Maker Einsendecode-Programm basteln, Overlay. Und das sozusagen dann für, was weiß ich, 100 Sparks oder sonstiges ein Level einschicken kann. Aber das Wichtige ist, dass man nur 3 Level einschicken darf und dass, wenn du sozusagen, sehr cooles Level, und dass sozusagen, wenn man 3 eingeschickt hat und nochmal versucht, was einzuschicken, nicht die Sparks dann weg sind, sondern dass dann gesagt wird, ey, du kannst nichts einschicken, deine Sparks sind nicht verschwunden. Das ist so das, was ich jetzt noch rausfinden möchte. Das werde ich jetzt nächste Woche probieren, weil ich bin dieses Wochenende auf dem Konzert. Also die ganzen Tage. Bedeutet, da werde ich dann nicht die Zeit haben zu entwickeln. Hardline, falls sich jemand fragt, was für ein Konzert es ist. Hardline in Bochum. Ich bin sehr gespannt. Was haben wir hier? Airship Adventure. Komm, das sieht furchtbar aus. Also, schwer. Aber es ist kurz und knackig und von Japanern entwickelt. Was soll schief gehen? Es wird nie was schief gehen. Oh, es ist ein 20-Sekunden-Ding. Das habe ich jetzt gar nicht beachtet. Egal. Also wieder die, Rechtshaltmethode. Oder auch nicht. Kann ich das jetzt noch schaffen? Ich hab, glaube ich, verkackt. Hab ich verkackt? Oh Gott, ich bin irritiert. Oh Gott. Okay. Das ist immer so das Ding. Man muss halt sehr schnell realisieren, was überhaupt passiert. Und ich glaube, es gibt 2 Pfade, aber ich bin mir nicht sicher. So, das war richtig. Kann ich hier hoch? Nein. Es war Verarsche, alles klar. Shit. Ich krieg das hin. So schwer ist das nicht. Habe ich jemals den großen Kugelwilli in diesen Stil gesehen?
Sah das schon in Mario Maker 1 so aus? Habe ich den jemals gesehen in diesem in Super Mario Bros. 1 Stil? Huh. Bin mir gerade unsicher. Ich habe Angst. Okay, gut. Ich bleib dabei. Immer noch besser als die Auto-Level. Aber, ich meine, sie sehen halt immer gut aus, aber man macht nicht viel, außer einen richtigen Moment A-Knopf zu drücken. Komm, Marie Tossin, toll, wir wollen. Heute ist ein guter Tag. Auch wenn ich krank bin. Aber heute ist ein guter Tag. Obwohl ich krank bin, so sollte man sagen. Ich will nicht mehr 20 Sekunden Level, bitte. Nintendo baut mir einen Filter ein. Area Demolition, hard. Guck, dann kann ich wieder ein bisschen mehr schneiden. Ich liebe Mario Maker morgen zu schneiden. Weil mich dann immer Leute anblöken und sagen, warum schneidest du die Tode raus? Und ich denke mir so, häufig sind das einfach Tode, die einfach dumm sind. So, manchmal mache ich eine Compilation draus. Oh nein, es ist wieder rechts gedrückt halten und nur springen. Ja, manchmal mache ich eine Compilation draus. So, wo ich halt überall gestorben bin. Aber teilweise ist es halt so, wo man sagt, ich habe halt einfach nicht richtig aufgepasst oder so. Und dann muss ich das nicht zeigen, finde ich. Okay. Das war doch gar nicht so schlimm bisher. Ist dein Geheimnis? Nein. Oh, okay. Okay, das war mir gerade nicht aufgefallen. Ups. Okay, selbst das ist auf Zeit. Finde ich schön. Der Safe Room ist auf Zeit. Ah, das hätte ich nicht machen sollen. Ah, das hätte ich nicht machen... Nein, er muss... Nein. Ja, er muss sich bewegen. Weil am Ende ist die Flagge. Das ist clever. Wo wir das Wort hätten. Mario Maker morgen. Ich soll es einfach clever morgen nennen. So. Runter, hoch, runter, hoch. Sprung. Großer Sprung. Riesiger Sprung. Sprung, Sprung. Mhm. Mhm. Was soll ich tun? Oh shit, ich hätte es nach oben kicken sollen. Okay, weiß ich jetzt. Das ist immer so das Ding. Diese Level sind eben genauso hart wie, was weiß ich, Cuphead hart ist. Im Sinne von, es ist nicht hart. Du musst es einfach nur wissen. Du musst wissen, was kommt und dann ist es eigentlich mega simpel. Das ist wie Dark Souls. Dark Souls ist ja in dem Sinne auch nicht hart oder schwer. Es ist einfach nur ein Spiel, wo du wissen musst, was kommt. Dann ist das alles ganz okay. Seht ihr? Das ist alles ganz okay. Ah. Das war nicht hart. Das war so gar nicht hart. Das war voll simpel. Okay, das ist süß. Das ist süß. Krieg von mir ein offiziell... Dafür rührt das Herz. Für das Herz. Ah ja. Spiele sind nicht hart, nur weil sie Patterns haben. Patterns sind nicht hart. Patterns muss man nur lernen. Es ist so, als wenn man sich darüber aufregen würde, dass... Ups. Dass in... Was weiß ich? In Sonic, dass man ständig in Gegner reinrennt. Im Sinne von, ja, lernen das Level aus, finde ich. So einfach ist das. Ich sollte ein Video über Sonics Design machen. Ich wollte das schon vor Ewigkeiten machen. Wow. Ist ZR der Knopf, um auf 100 runter zu scrollen? Das ist cool. Wird das irgendwo an... Ah, da oben sind Seiten. Cool. Ja, machen wir. Weil hier sind halt gute Sachen, aber nach unten gerutschte Sachen. Cold Sponge. Automatisch. Schade, sah ansonsten ganz cool aus. Oh Gott, nein. Nein. Mm-mm. Speedrun. Undertale, natürlich, Musik. Musiklevel, ne? Immer noch hoch angesehen. Automatisch, Auto. Holy shit. Okay, ich habe das Gefühl, Mario Maker 2 hat so ein 20-Sekunden-Problem, oder? Hier, das Lava-Floor, so. Das wirkt wie etwas anderes als einfach nur 20 Sekunden nach rechts rennen und Musiklevel. So, der Boden ist Lava und ich glaube, es kommt daher, weil der Boden wirklich Lava ist. Ich weiß, das klingt irre. Oh. Oh. Oh.
Oh, der Boden ist Lava. Also, im wahrsten Sinne des Wortes ist der Boden einfach Lava. Ich weiß jetzt nicht, was ich... Und was ist das für ein Level? Fuck. Ist das so ein Level, das gar kein Level ist, sondern... Einfach, ich meine... Ist das so ein Level, wo das Level mehr Spaß hat als ich beim Spielen? So dass alle irgendwie ein Level mehr erleben als ich? Kann ich... Tschüss, Mario. Oh. Wisst ihr? Ich glaube, wir blättern wieder zurück. Amy, wir machen jetzt Nummer Uno. Japanisch. Ist kurz und knackig. Na, wenn das mal nicht... Ne, sind nicht 20 Sekunden. Der hat eine Minute gebraucht. Dafür, dass es so kurz und knackig ist. Ich will jetzt einfach nur eine Minute lang rechts gedrückt halten. Ich bin echt geschädigt von diesen Leveln. Ist das so... Ist das so Dungeon? Oh mein Gott. Das ist cool. Ich weiß nicht, warum da was ausgelöst wurde. Aber ich find's cool. Okay, Oh mein Gott, das hat eine Minimap. Es ist Zelda mit Mini... Oh shit. Yes. Okay, jetzt habe ich wieder Bock. Wir gehen nach unten erstmal. Erst die Röhre. Das wird nichts. Wir gehen erstmal durch die Tür. Yes. Okay. Da kommen wir nicht durch, aber wir kommen hier runter. Es wäre noch geil, wenn man so eine Möglichkeit hätte, noch zu markieren. Süß. Dass man markieren könnte, wo die Pfade entlang gehen. Also wir haben zwar die Karte und wissen, wo Räume sind. Aber wir wissen nicht, wie wir von wo wir hinkommen können. Ihr wisst schon. Ihr wisst Wörter und so. Ihr wisst, was ich meine. War das richtig, was ich gemacht habe? Wir holen auf jeden Fall die Feuerblume. Feuerblume ist hier Grand Goal. Genau, hier macht man nichts. Oh Gott, Löcher. Muss mir sagen, ich bin weiterhin... Oh. Das ist cool. Ich bin immer noch sehr gespannt auf Link's Awakening, das Remake. Einfach weil, ich sehen möchte, ob sie die technischen Probleme der E3-Demo gefixt haben. Das wird sehr spannend. Weil man durfte ja Footage aufnehmen von Link's Awakening. Und ich bin halt gespannt, wie viel da noch anders ist. Wir werden das auf jeden Fall uns angucken. Also beim Technikvideo möchte ich gerne einen kleinen Vergleich haben von der E3-Version. Und der fertigen Version. Weil es gab halt so Laderuckler. Und ich würde gerne gucken... Woher die kommen. Oh. Das war das Rätsel. Okay. Ja. Und ob die Laderuckler weg sind. Die Laderuckler kamen immer, wenn neue Gebiete reingeladen wurden. So, wenn man in ein Haus reingegangen ist oder aus einem Haus rausgekommen ist und all sowas. Und ich bin sehr gespannt, ob sie es gefixt haben zur fertigen Version. Das ist immer noch sehr cool. Oder nicht. Ob sie es einfach so lassen. Oh, hier wird das rauskommen, oder? Ja. So, hier werden wahrscheinlich ein Stachel kriegen. Nice. Es ist halt sehr straightforward, aber ich mag's. Ja, Technikvideo von Zelda bin ich sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich darauf. Ich kann es kaum erwarten und es ärgert mich, dass ich einen YouTube-Kanal betreibe, wodurch ich nicht die Chance habe, einen Code früher zu bekommen. Weil ich würde gerne ein bisschen mehr Zeit haben, aber ja, ich hoffe einfach in der Release, also nach dem Release halt die Woche.
Oh shit! Es ist ein Endboss! Und es ist die Musik! Es ist die Endboss-Musik! Also fast. Das ist großartig! Yes! Ich denke mal. So. Einfach nur, ich will ja nicht erschießen. Ah. Das war cool. Ich mochte das. Ich mochte das sehr, sehr gern. Da hat Rest irgendwas gebummt, aber ist mir egal. Ich mochte das sehr, sehr gern. Ah. Ja, also ich möchte mir gerne Zeit nehmen, aber gleichzeitig möchte ich mir auch nicht zu viel Zeit nehmen, weil YouTube, wir müssen so fix wie möglich das Link's Awakening Technikvideo fertig haben. Das ist halt so das Anstrengende mit YouTube. Ich habe noch einen Vorteil, weil ich mache keine Let's Plays. Ich glaube, als Let's Player, ich meine, vielleicht ist einer von euch ein Let's Player und kann das irgendwie untermauern, aber ich habe immer das Gefühl, als Let's Player bist du halt echt am Arsch, wenn du nicht als einer der Ersten dein Let's Play rausbringst. Zumindest wirkt das immer so, wenn ich das so beobachte, dass die Leute immer... Sniper? Dass die Leute, die Let's Plays machen, halt immer sehr bedacht darauf sind, oh, wo kann ich das bei einem Saturn vielleicht schon früher kaufen, damit ich einen Tag früher hochladen kann oder vorbereiten kann und sowas. Das stelle ich mir sehr stressig vor. Ha. Huh. Mir geht es um Timing. Das würde Sinn machen. Ja, cool. Das ist eine witzige Idee für ein Minispiel. Das ist so ein Minispiel, das könnte sogar Nintendo selbst in ihre Mario-Spiele einbauen. Ja. Nice. Obwohl beide immer einen haben? Das wäre seltsam. Kommt er mir jetzt entgegen? Ja. Ist hier noch was? Ist hier ein Secret? Secret? Nein, kein Secret. Okay. Aber ja, das ist so. Ich meine, deswegen habe ich noch einen Vorteil, weil meine Videos sozusagen nicht auf Aktualität gehen, weil Leute das Spiel sehen wollen, sondern eher, weil sie das Spiel schon gesehen haben und noch mehr darüber wissen wollen. Ich glaube, zumindest schätze ich das so ein, dass das der Grund ist, warum Leute meine Videos gucken. Ich weiß es ja nicht. Also rein theoretisch weiß ich das nicht. Shit. Nein. Jetzt. Nein. Jetzt. Come on. Das Timing ist gemein. Ah. Nein. Warte, er fliegt so? Nein. Ich vergesse immer, dass dann gleich direkt der nächste kommt. Ja, okay. Nehme ich. War einfach Glück. War nicht gekonnt. Ja, okay. Er beschießt mich. Kann man dann nicht treffen? Nö, wollte gerade sagen, das, die spawnt ja nicht oder so. Hätte ein Loch reinmachen sollen, damit die runterfallen, wenn man nicht trifft. Oh, das ist nervig. Aber auch sehr simpel eigentlich. Secret? Nein. Hätte sein können. Nö. Ist das richtig? Man trifft ihn eigentlich andauernd mit beiden? Das ist nicht schwer. Ich glaube, es ist so ein Feelgood-Level letztendlich. Da steht er. Ich habe es nicht lesen können. Ich konnte mich nicht auf beides konzentrieren. Weißt du, die Idee ist cool, deswegen kriegst du ein Herz. Aber ich will, dass das cleverer genutzt wird. Da ist eine Mechanik dahinter, die man noch besser nutzen kann. Auf jeden Fall. Ich bin mir sehr sicher. Ist das Musik? Portal-Level. Ich will ein Portal-Level sehen. Wir gucken, wie Portal ist. Ich glaube, mein Nasenspray hört auf zu wirken. Egal. Okay. Interessant.
ist, wie Mario einfach so unten am Bildschirmrand auftaucht, so, hey. Hey. Und vor allem, das ist, warum hat das keine Musik? Was soll das? Das macht das irgendwie wenig unheimlich. Okay, wenn das jetzt ganze Zeit keine Musik hat, dann werde ich hier Musik übrigens drunter legen. Ab jetzt. So. Weil das ist sonst sehr creepy. Flup. Interessant. Ich weiß nicht, warum ich das so witzig finde, aber... Wie einfach Mario so... Wupp. Ich finde das mega witzig. Lasst mich, ich finde das witzig. Oh shit. Ich hab voll Kacke gebaut. So. Okay. Nee, es war richtig, glaube ich. Oder ich muss es einfach nur zweimal auslösen. Ich bin einfach nur ein Depp. Oh, guck mal, das ist die Sequenz. Das ist die eine Sequenz gewesen. Aus Portal. Schieb mich! Ich frage mich, wie das im Hintergrund funktioniert. Das ist aber wahrscheinlich so ein... Irgendwas, was da oben fährt und so. Ah. 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 Okay. Oh, ich sehe ihn auch nicht. Okay. Bam. Mhm. Vier. Ich meine, die Rätsel sind jetzt nicht so verrückt bisher. Okay, jetzt komme ich an das daran. Ich denke, ich muss aber nach rechts drücken, oder? Dann wäre ich wahrscheinlich... So? Nee, zu früh. Ja, jetzt. Nein. Ja, jetzt. Nein. So. Einfach springen. Okay. Ich muss mich... Das ist wahrscheinlich einfach so entstanden aus der Idee heraus, ey, ich kann Mario außerhalb des Bildschirms drücken. Wirkt zumindest so. Da ist noch ein On-Off, also alles gut. Beam. Mhm. Oh, ist das jetzt hier, dass wir jetzt so außerhalb... Der Kammern sind und das ist voll so, wow, wow, shit, oh Gott. Ja, das ist die Sequenz. Oder es ist nochmal die Sequenz. Komm schon. Oh. Das nehme ich mit. Oh, shit. Nice. Geh weg, geh weg. Nice. Endboss? Jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt. Da. Man hat einen Pilz dafür bekommen. Aber was ist jetzt anders? Ich kann in die Tür rein, um was zu resetten. Ist das das, was ich will? Vielleicht. Oh. Ah, ich muss das mehrmals machen, oder? Ja, der muss da runterkommen. Okay. Nee, oh, das sind zwei. Ich bin ein Idiot. Okay, ich bin ein Idiot. Problem gelöst. Ich bin ein Idiot. Und da oben ist auch noch was, oder? Irgendwas. Ja, genau, da kam jetzt links einer runter. Und da werde ich wahrscheinlich den Kugelwilli hier nutzen. Yes. Tada! Okay, das war süß. Was ist hier? Da ist doch irgendwas. Ist das die Mechanik, wie das denn hier und läuft? Ich glaube schon, oder? Ja. Ich glaube, dazu ist es da, um zu zeigen, ey, so habe ich das gemacht. Das war cool. Das gefällt mir. Okay. Ich würde sagen, dann war es das auch heute, oder nicht? Das
Und wir insgesamt, ich bin immer noch beeindruckt. Also, das. Wie lange machen wir das jetzt schon? Anfang August oder so? Nee, länger. Machen wir das schon länger. Also jetzt mit Mama Maker 2 zumindest. Ich weiß gar nicht mehr, wann kam das raus? Gott, die Zeit ist aktuell wie so ein Fluss. Danke fürs Zusehen an alle. Ich werde jetzt ins Bett gehen und mich noch ausruhen, bevor es dann nach Bochum geht. Oh. Was mache ich jetzt? Tschüss.